Kapitel 7. Latias. Unerwartete Bekannte. Der nächste Tag, die nächste Reise. Wir machten uns bereits relativ früh am Morgen auf nach Schmuckstadt. Das Problem, Blatt riet mir dazu, da wir die Zeit brauchen würden. Und wie bereits erwähnt, war bereits die offenbar kürzere Reise zur einsamen Insel unfassbar anstrengend für mich gewesen. Ich bereitete mich seelisch bereits darauf vor, definitiv nicht den ganzen Weg bis nach Schmuckstadt zu fliegen. Und bis zur Küste des Kontinents musste ich einfach durchhalten, auch wenn es sehr anstrengend werden würde. Die Reise begann bald. Ich war glücklicherweise relativ energiegeladen, da ich zumindest für meine Verhältnisse lang und tief geschlafen hatte. Ich war optimistisch, dass unser Besuch bei der Gilde auf unserer Suche weiterhelfen würde. Blatt wirkte auch gut gelaunt. Unsere kleine Auseinandersetzung über Groudon schien vergessen zu sein. Glücklicherweise. Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen könnten, war ein Streit. Anscheinend schien Blatt eine genauere Idee zu haben, wie wir nach Schmuckstadt kommen würden, als er es bei der Insel gehabt hatte. Er konnte mir den Weg relativ genau weisen, weshalb wir gut vorankamen. Trotzdem war der Weg lang und kräftezerrend, weshalb ich froh war, als ich in der Ferne endlich die Küste erblickte. Kaum war das Meer unter unseren Füßen verschwunden, landete ich. Den Rest gehen wir besser zu Fuß. Blatt schien bereits zu wissen, weshalb ich diese kleine Notlandung machte. Es tut mir leid, wenn ich eine Last bin. Ich glaube, dass die Reise zu allen anderen Kontinenten von hier aus kürzer sein dürfte. Es dürfte nicht noch einen derartigen Flug geben. Mach dir keine Gedanken darüber. Ich bin froh, dass ich nicht alleine reisen muss. Ich sollte nur vielleicht wieder etwas meine Ausdauer, was Flüge angeht, verbessern. So oder so, von hier aus sollte der Weg ja auch zu Fuß machbar sein, nicht? Blatt wirkte sich der Sache sehr sicher. Ja, es wird ein paar wenige Stunden dauern, aber wir werden auf jeden Fall noch vor Sonnenuntergang ankommen. Gut, dann machen wir es so. Für jetzt gehen wir einfach beide in Richtung Schmuckstadt. Wenn ich dann wieder etwas erholter bin, fliege ich schon mal vor und melde uns bei der Gilde an. Einverstanden? Blatt schien keine Probleme mit dem Plan zu haben. Und so begannen wir zunächst durch einen großen Wald zu wandern. Nach all den Erzählungen war dies wahrscheinlich der große Wald, in dem Bulbi und Shinux sich vor vielen, vielen Jahren zum ersten Mal getroffen hatten. Sie hatten lange an diesem Ort gelebt und waren auch oft hier gewesen. Ich spürte die Resonanz ihrer Erinnerungen so stark, dass ich mich beinahe gefragt hätte, ob sie vielleicht sogar an diesem Ort waren. Blatt schien die Natur sehr zu genießen. Laut eigener Aussage war er noch nie zuvor hier gewesen und wusste alles über diesen Kontinent aus Geschichten und Aufzeichnungen. Aber als Bewohner des Waldkontinents war dieses Areal für ihn natürlich auch vertraut. Und ich stellte auch selber fest, dass dies komplett gerechtfertigt war, da dieser Teil des Hauptkontinentes, den viele auch den Mischkontinent nennen, da er als einziger mehrere Klimazonen vereint, dem Waldkontinent doch sehr stark ähnelte. Chillast hätte dieser Ort wohl auch gefallen, hätten sie alle sich nach ihrem ersten großen Abenteuer mit uns wirklich dazu entschieden, gemeinsam zur Gilde in Schmuckstadt zurückzukehren. Doch nun würde er diesen Ort niemals zu Gesicht bekommen. Aber ich durfte mich jetzt nicht von Trauer übermannen lassen. Nach gut 2 Stunden entschied ich mich, dass es Zeit war, Blatt für eine Weile auf eigene Faust wandern zu lassen und vorauszufliegen. Jedoch gab es auch aus dem Himmel noch keine Spur von Schmuckstadt. Den ersten Hinweis fand ich jedoch relativ schnell. Unter mir im Wald tat sich eine Lichtung auf welcher sich kleine Fußwege kreuzten. Und an dieser Kreuzung stand eine Art Wegweiser. Sofort begab ich mich hinab, in der Hoffnung, dass der Wegweiser in Richtung der Stadt zeigen würde. Aber andererseits, wohin sollte er sonst zeigen? Wirklich viel außer Wald und Stadt gab es laut Bulbis und Shinux Erzählungen hier nie. Als ich wieder an die beiden dachte, merkte ich, wie stark ihre Emotionen an diesem Ort zu spüren waren. Ich wurde langsam etwas misstrauisch. Waren sie vielleicht doch hier? Aber das würde wenig Sinn ergeben. Sie würden nicht kurzfristig mit Funkenherz in eine andere Welt reisen. Und sie alleine in Metro City zurücklassen würden sie schon gar nicht. Dementsprechend konnten sie gar nicht hier sein. Punkt. Richtig? Falsch. Schon wenige Sekunden später hörte ich Stimmen. Sie kamen mir nicht sonderlich bekannt vor. 2 Bisaflor traten kurz darauf auf die Lichtung, während ich die kleine Landkarte, als die das Schild sich herausstellte, noch inspizierte. Als ich sie sah, bemerkte ich jedoch, dass die beiden mit einem dritten Pokémon sprachen, welches kein Wort sagte. Bei diesem Bisaflor schien es beruhigend zu wollen,
Und ich würde dabei definitiv aushelfen. Funkenherz, was machst du denn hier? Das Weibliche der beiden Bisaflor schien erleichtert. Als ich die beiden sah, wurde mir schnell klar, dass sie wohl Lebenspartner waren. Und irgendwie Funkenherz begegnet waren. Weshalb auch immer sie sich hier befand. Gehört die Kleine zu dir? Wir haben uns schon gefragt, was sie hier macht. Sie wurde von einem Rihorn angegriffen, als wir sie fanden. Funkenherz antwortete selber, wenn auch nicht auf die gestellte Frage. Tante Lati, hier bist du. Ich hab dich doch noch gefunden. Ich erklärte den beiden so kurz wie möglich die Lage. Also, sagen wir es so, ich kenne die Kleine sehr gut. Aber dass sie hier ist, wusste ich bis gerade eben selber nicht. Ich wandte mich an Funkenherz selber. Ich kannte sie gut genug, damit ich eins und eins zusammenzählen konnte. Lass mich raten, deine Eltern wissen nicht, dass du hier bist. Du solltest auf sie hören, sie werden sich riesige Sorgen machen. Tut mir leid, Tante Lati, aber sie wollen mich nie auf ein Abenteuer gehen lassen. Und vor ein paar Tagen waren Onkel Hydro und Onkel Ecke bei uns und haben uns von euren Reisen erzählt. Und ich wollte unbedingt auch hierher. Ich wollte diese Welt kennenlernen und Tante Ivy finden, aber sie wollten mich nicht gehen lassen. Womit sie auch komplett im Recht waren. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du diesen beiden freundlichen Pokémon nicht begegnet wärst. Ich wandte mich wieder an die beiden. Ich bedanke mich für die Hilfe. Ich werde die Kleine so schnell wie möglich wieder zu ihren Eltern zurückbringen. Beide schienen mir jedoch kaum zuzuhören. Stattdessen stellte mir die Frau eine weitere Frage. Die Kleine meint doch gerade, dass du Latias heißt, nicht? Irgendwie hatte ich ein Déjà-vu von der Begegnung mit Blatt am Waldkontinent. Ja, das ist mein Name. Warum? Gehörst du nicht zu denjenigen, die in der Wurzelwelt die Kriege geführt haben? Ja, es war definitiv ein Déjà-vu. Die Debatte lief gefühlt genau identisch ab. Ja, das tue ich. Was mich allerdings wunderte, war ein abrupter Themenwechsel der beiden. Wie geht es Bulbi? Hat sie alles gut überstanden? Diese Umgebung, zwei Bisaflor, sie kannten offenbar Bulbi. Ich zählte eins und eins schnell zusammen. Sie sind Bulbis Eltern, nicht wahr? Ja, ich denke, sie hat wohl von uns erzählt. Ja, auch wenn wir uns alle einig waren, dass sie wohl deutlich übertrieben hatte, aber dann... Funkenherz unterbrach mich und teilte den zwei direkt mit, was ich gerade sagen wollte. Heißt das, dass ihr bei meinen Großeltern seid? Beide Bisaflor sahen mich überrascht und verwirrt an. Funkenherz hat recht. Wenn sie Bulbis Eltern sind, dann ist Funkenherz ihre Enkelin. Die beiden schienen sehr motiviert dafür zu sein, mich komplett auszufragen. Ich unterbrach sie jedoch in ihrem Fragenhagel, da ich inzwischen fest überzeugt war. Warten Sie bitte ein paar Minuten lang hier. Funkenherz, du auch. Ohne auf eine Antwort zu warten, flog ich fort. Wenn Funkenherz hier war, dann war es bestimmt keine Einbildung, dass ich Shinux und Bulbis Emotionen so sehr spürte. Bestimmt waren sie auch hier. Und ich sollte vermutlich auch Blatt wiederfinden. Aber da konnte ich gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, denn schon bald sah ich unter mir zwischen den Bäumen drei Pokémon reden. Bulbi, Shinux und Blatt. Sofort landete ich. Bulbi empfing mich panisch. Latias, du bist hier. Wir sind auf der Suche nach... Ich weiß, Bulbi, keine Sorge. Ich weiß, wo sie ist. Sie ist in Sicherheit und wartet auf euch. Vielleicht nicht freiwillig, aber sie wartet. Alle drei folgten mir so schnell sie konnten. Doch kurz bevor wir da waren, erinnerte ich mich noch einmal an Bulbis Erzählung zurück und stoppte die drei. Bulbi, du solltest wahrscheinlich dich mental vorbereiten. Funkenherz ist gerade bei ihren Großeltern. Die beiden haben sie gerettet. Du meinst, meine Eltern? Aber ich will sie nicht sehen. Es führt kein Weg daran vorbei. Aber wenn sie dir wirklich feindlich gesinnt sind, so wie du es denkst, dann können sie dir trotzdem nichts anstellen. Ich bin bei dir. Bulbi nahm sich eine Sekunde Zeit, um sich zu sammeln. Du hast recht. Ich kann das schaffen. Also gut, auf geht's. Wir betraten bald darauf die Lichtung. Funkenherz und Bulbis Eltern waren natürlich noch hier. Sie schienen sich bereits angefreundet zu haben. Als wir den Ort betraten, verstummten jedoch alle. Sowohl Funkenherz, die tatsächlich mal ein schlechtes Gewissen zu haben schien, als auch Bulbis Eltern, die ihre Tochter und Shinux sahen. Diese unangenehme Stille hielt gefühlt für eine Ewigkeit. Funkenherz war letztlich diejenige, die sie unterbrach. Seid ihr wegen mir hier?
Natürlich sind wir das. Wir haben uns riesige Sorgen gemacht. Renn ja nicht noch einmal weg. Bulbis Mutter schien sich in das Gespräch einmischen zu wollen. Sei nicht zu streng mit ihr. Es wird nichts nützen. Weil ihr diejenigen seid, von denen ich mir Erziehungstipps anhören will. Genau. Du solltest den Rat ernst nehmen. Schließlich haben wir den Fehler selbst gemacht. Kurz wirkte Bulbi sehr getroffen, doch sie blieb bei ihrer Meinung. Es ist etwas anderes. Sie ist noch jünger, als ich es damals war. Außerdem habt ihr nie so sehr gespürt, welche Ausmaße solche Reisen annehmen können wie wir. Doch, es ist... Bulbi, haben wir dir je von deinem Bruder erzählt? Meinem was? Ich habe einen Bruder? Meint ihr das gerade ernst? Ja, du hattest einen Bruder, aber du erinnerst dich nicht an ihn. Er starb, als er 12 Jahre alt war. Du warst erst wenige Monate alt. Ich habe immer auf den Tag gewartet, an dem ich es dir erklären könnte, aber... Als ich mich bereit gefühlt hatte, vor allem durch unsere neuen Konflikte, warst du verschwunden. Dein Bruder war der Grund, weshalb wir deinen Abenteuern so kritisch gegenüberstanden und deiner Freundschaft mit Shinux. Dein Bruder war ein Erkunder gewesen, so wie du es werden wolltest. Er hatte einen Partner für die Teamgründung gesucht und sich letztendlich mit einem Fremden zusammengetan. Es ging eine ganze Weile lang gut, aber eines Tages gerieten beide in einen Hinterhalt. Sie wurden überfallen und... Wie sich herausstellte, war es abgesprochen gewesen. Und der Partner deines Bruders gehörte zu den Räubern. Dein Bruder wurde bei dem Unfall verwundet und konnte nicht alleine reisen. Die Diebe ließen ihn einfach zurück und als ihn endlich jemand gefunden hatte, war es zu spät, um ihm noch zu helfen. Und als du dein Retterteam gründen wolltest und das noch dazu mit einem damals Wildfremden, wie hätten wir das einfach zulassen können? Bulbi schien nach Worten zu suchen. Sie wollte ihren Eltern eindeutig widersprechen, aber... Wusste selber nicht wie. Also, hatte ich einen Bruder und ihr habt es mir verheimlicht und wolltest deswegen nicht, dass ich meinem Traum folge, weil wir nicht wollten, dass du das Schicksal deines Bruders teilst. Nun bist du trotzdem aufgebrochen und hast so vieles erreicht. Ich habe jahrelang auf einen Moment wie diesen gewartet, Bulbi. Ich wollte dir einfach nochmal sagen können, wie stolz ich auf dich bin. Nun spiegelte sich Schuld in Bulbis Augen wieder. Ihre Mutter sprach einfach weiter. Und Shinux... Wir müssen uns bei dir entschuldigen. Ich hoffe, du verstehst uns. Aber nach all den Legenden, die wir über euch gehört haben, nach all den Geschichten und dieser Begegnung, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Bulbi all die Zeit zur Seite gestanden hast, als wir versagt hatten. Offensichtlich hatte sie all die Zeit versucht, zu Bulbi durchzudringen. Und diese letzten Worte schienen es auch geschafft zu haben. Ihr wolltet wirklich nur mein Bestes... Aber in diesem Fall hattet ihr einfach Unrecht darüber, was das Beste war. Ich bin glücklich über die Entscheidung, die ich im Leben getroffen habe. Und ich würde um keinen Preis dieses Leben austauschen. Aber trotzdem, wenn ihr euch damals gefühlt habt, wie ich mich die letzten Tage lang... Für einen Moment verstummten wieder alle. Shinux entschied sich, die Stimme zu durchbrechen. Dann freue ich mich, sie endlich einmal kennenzulernen. Ich und Blatt ließen die 5 in Ruhe, als sie eine kleine Wiedervereinigung hatten. Aber der Konflikt war natürlich trotzdem noch nicht vorbei. Also Funkenherz, wir gehen dann wieder zurück nach Hause. Einen Moment lang schien die Kleine sehr über ihre Antwort nachzudenken, kam jedoch zu einem eindeutigen Entschluss. Nein! Wie nein? Nach all dem Ärger, den du uns schon gemacht hast, bist du jetzt wirklich nicht in der Position, so mit uns zu reden. Doch, das bin ich. Ich bin extra bis hierher gereist und dann soll ich wieder gehen und du kannst mich nicht aufhalten. Wenn du mich wegbringen willst, dann laufe ich einfach wieder weg. Bulbi schien wirklich keine Nerven mehr für so eine Debatte zu haben. Doch bevor sie etwas erwidern konnte, wurde sie wieder von ihrer Mutter gestoppt. Wenn du einen Rat von mir annehmen möchtest, mache nicht denselben Fehler wie wir. Wir haben dir damals immer verboten, auf eine Reise zu gehen und du weißt, wie die Geschichte geendet ist. Ich habe es vorhin gesagt. Das hier ist noch etwas anderes. Diese Reise ist gefährlicher als eine Erkundungstour. Shinux, du stimmst mir doch zu. Sie sah zu ihrem Partner, offenbar hoffend, dass er ihr zustimmen würde. Doch diese Hoffnung schien vergebens. Ich weiß nicht so recht. Es stimmt, was sie sagen. Sie wird nicht aufgeben und du willst doch nicht, dass Funkenherz so etwas durchmachen muss, wie du selber es musstest, oder? Ich sehe es so, wir haben nicht groß eine Wahl, ob wir sie auf Reise gehen lassen oder nicht. Sie wird sich nicht aufhalten lassen. Wir haben trotzdem aber eine Wahl. Entweder sie zieht los und
Wir können nichts tun, außer uns zu sorgen, oder wir begleiten sie und stellen sicher, dass ihr nichts passiert. Und kannst du ihren Abenteuergeist verdenken? Was erwartest du denn, wenn wir ihre Eltern sind? Shainooks Worte schienen Bulbi zum Nachdenken zu bringen. Weißt du was, Shainooks? Du hast ja recht. Erneut wandte sie sich an ihre Tochter. Wir machen einen Deal, okay? Wir begleiten Latias auf ihrer Suche nach Ivy, natürlich nur, wenn sie nichts dagegen hat. Wir begleiten sie, bis das Team wieder vereint ist. Und dann endet unsere Reise. Abgemacht? Abgemacht, bis das ganze Team wieder zusammen ist. Funkenherz schien überglücklich. Endlich dürfte sie auf ein Abenteuer gehen. Natürlich nur, wenn ich einverstanden war. Aber als hätte ich jetzt noch ablehnen können. Je mehr, desto besser. Verbünden wir uns und finden Ivy. Und so ging die Reise nach Schmuckstadt weiter. Zu fünft. Ich sollte ein Pokémon finden. 5 hatte ich bereits. Und wir würden noch mehr werden. Bulbi, Shainooks und Funkenherz schlossen sich der Gruppe nun an.